diesem Video erkläre ich Ihnen das Infotainment-System. Zu oberst oben befindet sich das Navigationssystem. Basis für das ist das Google Maps. Die Suchen geben Sie die Adressen ein, die Sie gerne möchten hernavigieren und bereits kann die Reise anfangen. Mit dem Knopf unterhalb vom Bildschirm kommen Sie immer wieder aufs Hauptmenü zurück. Der zweite Teil ist das Medium, das Sie gerne möchten hören im Auto. Sie können wählen zwischen Bluetooth via Ihrem Telefon, Google Assistant oder der Radiofunktion. Selbstverständlich ist jedes Auto mit DAB ausgestattet, quasi unbegrenzte Möglichkeiten je nach Lust und Laune. Die dritte Position können Sie wahlweise Apple CarPlay Android Auto verwenden. Für das müssen Sie Ihr Telefon aber mit der Buchse per Kabel verbinden. Gleichzeitig ist an dieser Position auch das Telefon. Um das Telefon zu verbinden, ist es relativ einfach erklärt. Bei Ihrem Handy auf der Einstellungen Bluetooth-Funktion öffnen und dann mit dem Telefon und dem Auto verbinden. Neues Gerät koppeln. Sobald Sie auf Ihrem Telefon den Volvo XC40 sehen, anwählen und bereits sind Sie verbunden mit Ihrem Auto. Auch hier wieder, ohne Retour, kommen Sie wieder auf den Hauptbildschirm retour. Vom untersten Teil zeigt es Ihnen die Reichweite an oder verschiedene andere Funktionen, die Sie hier anwählen können. Beim Fahrzeugstatus als Beispiel sehen Sie auch immer, ob Sie Ihren Reifen genug Druck haben. Die Klimaanlage lässt sich auch bereits auf dem Hauptbildschirm mit dem blauen Pfeil gegen oben kühlen, mit dem roten Pfeil gegen oben heizen. Sobald Sie auf Temperatur drücken, sind Sie im Klimamenü. Da können Sie auch manuell links oder rechts wahlweise eine andere Temperatur anwählen. Sie können die Stärke vom Gebläse manuell anwählen. Ich empfehle da, bleiben Sie auf der Automatik. Dann macht das Auto, sobald er mag kühlen, tut er kühlen. Sobald er mag heizen, tut er heizen. Sie müssen quasi da nie mehr irgendetwas verstellen. Vor allem im Winter ist das eine sehr beliebte Funktion. Ihr Auto hat eine dreistufige Lenkradheizung und eine dreistufige Sitzheizung. Wahlweise können Sie die Temperatur einstellen und auch der Beifahrer kommt nicht zu kurz mit der Beifahrerheizung. Bei den Einstellungen können Sie diverse Sachen verstellen von Ihrem Fahrzeug. Ganz wichtig, beim Aufladen, da können Sie anwählen, bis zu wie viel Prozent Sie Ihr Fahrzeug gerne möchten aufgeladen haben. Sie können die Strombegrenzung gegen oben oder gegen unten einstellen. Plus zusätzlich haben Sie da noch einen Timer für den Ladevorgang zu planen. Wie immer, mit dem Knopf unten sind Sie jeweils wieder auf dem Hauptmenü zurück. Ihre Volvo ist mit ganz vielen Assistenzsystemen ausgestattet. Unter dem Menü Fahren können Sie den adaptiven Tempomat, den Sie am Lenkrad bedient haben, einstellen oder den Speedlimiter anwählen. Zusätzlich hat es einen Pilot Assist. Das macht ein autonomes Fahren von ca. einer halben Minute bis zu einer Minute möglich. Wenn Sie den Bildschirm gegenüber tun, können Sie hier noch den Spurhalteassistent aktivieren und die Ready-to-Drive Notification. Falls Sie eine stärkere Rekuperation wünschen, können Sie den One-Pedal-Drive aktivieren. Dann fahren Sie praktisch nur noch mit der Gaspedalstellung. Sobald Sie das Gaspedal etwas lupfen, tut das Fahrzeug viel stärker bremsen. Das Rollen ist quasi nicht mehr möglich. Zusätzlich haben Sie hier noch wahlweise ein sportliches Lenkgefühl für das Lenkrad zum Einstellen. Das Glattzentrum und wir von der Emil Frey Zürich Nord wünschen Ihnen jetzt eine ganz coole Fahrt mit Ihrem neuen Volvo XC40. Viel Spass!